In meinem letzten Video habe ich darüber geredet, wie denn die Zukunft von Zelda aussehen könnte. Und einen dieser Punkte habt ihr extrem gefeiert, wie ich in den Kommentaren gesehen habe. Und zwar Paper Zelda. Deswegen dachte ich, reden wir heute mal ein bisschen genauer darüber. Von wem kommt Paper Zelda eigentlich? Was ist das genau? Und wie wahrscheinlich ist es, dass wir sowas Ähnliches auch von Nintendo sehen? Der Fanmade-Trailer von Paper Zelda wurde auf dem Kanal 64Bits hochgeladen und ist ein Fanmade-Trailer von ein paar Leuten. Das sind einfach Menschen, die das Zelda-Franchise lieben und sich eine Idee überlegt haben und die halt in so einem Fan-Trailer umsetzen. Das Spiel existiert aber nicht. Das ist alles von Fans gemacht und auch nur dieser Trailer. Hier seht ihr auch nochmal die Credits von den Leuten, die da wirklich hinterstecken. Der Paper Zelda Trailer fängt erstmal richtig episch mit so einem Zelda Buch an, was sich öffnet, was eine Anlehnung an Paper Mario, die Legende vom Millionentor ist. Und dann wird aus diesem gezeichneten Bild einfach Realität und bam, Paper Zelda ist da. Es ist sehr interessant zu sehen, wie sich die Creator dieses Spielekonzept gedacht haben. Denn Paper Zelda verfolgt keine richtige eigene Geschichte, sondern ist so eine Art Collection aus ganz, ganz vielen Zelda-Spielen, die halt alle in Paper umgesetzt wurden. Als würde man durch die verschiedensten Zeiten und Welten reisen. Den Clip, den man hier als allererstes sieht, ist tatsächlich Zelda: A Link to the Past. Und zwar dort, wo Link das Masterschwert bekommt. Dann haben wir ebenfalls ein paar Clips von Zelda Minish Cap. Und zwar dort, wo Link sozusagen schrumpft und zu Minish wird. Ein Spiel, welches sehr, sehr viele Szenen bekommen hat, ist Zelda The Wind Waker. Wir sehen hier zum Beispiel verschiedene Bosse oder aber auch Ganondorf, wie er gegen Link kämpft. Bei diesem Clip hier könnte man jetzt am Anfang denken, dass das Ganze die Overworld ist. Und vielleicht ist es das sogar auch, aber streng genommen ist das Ganze einfach Zelda 2. Denn dort hat man auf so einer Overworld-artigen Map gespielt und ist da rumgelaufen, da waren auch diese Gegner, die sich bewegt haben und so. Es würde sich aber als Overworld-Karte richtig gut anbieten. Und wie man in Super Mario dann so verschiedene Welten wie zum Beispiel Grasland, Wüste, Sumpf und sowas hat, könnte es dann in Paper Zelda halt die verschiedenen Spiele geben. Es gibt eine Wind Waker-Welt, es gibt eine A Link to the Past-Welt, es gibt eine Twilight Princess-Welt. So könnte das Ganze aufgebaut sein und mit dieser riesigen gekreuzten Welt dann sozusagen connecten oder sich verbinden, ne? Ihr wisst, was ich meine. Wir haben auch noch jeweils einen Clip von Zelda: A Link Between Worlds gesehen, einen von Twilight Princess, der von Skyward Sword sieht richtig gut aus, und einen von TOTK. Aber das war's natürlich immer noch nicht, denn auch die beiden ikonischen Zeldas Ocarina of Time und Majora's Mask haben natürlich auch eine Bühne bekommen. Besonders die von Majora's Mask sehen unfassbar cool aus. Und ich finde, dass das Zelda-Universum in diesem Paper-Style richtig gut rüberkommt. Aber jetzt kommen wir mal zur entscheidenden Frage. Das Ganze haben ja Fans gemacht. Das wird auch so nie erscheinen. Oder ist es doch realistisch, dass Nintendo sowas mal macht? Ich glaube leider nein und das ist tatsächlich ein bisschen schade. Jetzt guckt man sich diesen Trailer an und denkt wahrscheinlich, das Konzept ist unfassbar cool, aber man muss sich ja immer bewusst sein, der Trailer ist nur die Verpackung. Also in diesem Fanmade-Trailer sieht man ja großteils wirklich nur Charaktere und Cutscenes und so und halt wie schön dieses Spiel aussieht. Aber wie das Spiel letztendlich wirklich ist, wie das funktioniert, wie das aufgebaut ist, das gibt es in diesem Trailer nicht wirklich. Ja, es gibt diese eine Szene hier, wo Link Items auswählt, zum Beispiel Schild und Schwert oder so Triforce-Kraft. Aber das war's auch schon. Wenn wir also alle sagen, boah, Paper Zelda ist so unfassbar cool, dann müssen wir uns immer noch bewusst sein, das Spiel gibt es nicht. So, wir wissen nur, wie die Grafik aussieht und die sieht halt richtig schön aus. Die Cutscenes sehen gut aus, die Charakter, die Welt, das passt alles. Aber das Konzept, das steht noch nicht mal zu Fundamenten. Und das gibt es noch nicht. Das ist einfach eine Sache, die muss noch erfunden werden, sozusagen. Man könnte das Ganze natürlich einfach genauso aufbauen wie Paper Mario, nur mit Zelda-Charakteren und mit dem Zelda-Universum und so. Aber das wäre dann ja wirklich einfach nur eine Kopie, die so ein bisschen auf Zelda angepasst ist. Aber an sich würde es von was ganz anderem halt alles klauen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das verbindet auch gleich den zweiten Punkt, denn Nintendo hat so Spin-Off-Franchises, sage ich jetzt einfach mal, eigentlich nie kopiert. Zum Beispiel Mario Maker. Es könnte super gut auch ein Zelda Maker kommen. Oder ganz anderes Beispiel, Mario Party. Wie unfassbar cool wäre es, wenn wir einfach einen Zelda Party kriegen. Mit Zelda Charakteren, mit Zelda Maps, mit diesen Spielbrettern, mit ganz, ganz vielen Minispielen. Das könnte man doch eigentlich wirklich gut machen. Aber Nintendo hat es noch nicht gemacht. Und das Potenzial ist genauso gut da.
Auch Mario Kart könnte man auf Zelda übertragen. Genauso wie die Mario-Sportspiele. Diese ganzen Spin-Off-Spiele sind ja sowieso ganz andere Titel, wo einfach nur Mario draufgeklatscht wird, damit es sich so tausendmal mehr verkauft. Theoretisch wäre ein Zelda-Kart, wäre ein Zelda-Party, wäre ein Zelda-Maker, wäre ein Paper-Zelda, das wäre alles umsetzbar und die Fans würden es lieben. Aber Nintendo hat so Spin-Offs noch nie von einem Franchise auf das andere kopiert. Warum? Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil es sich nicht so lohnen würde. Ich schätze mal, die Arbeit ist relativ gleich, aber sich halt Mario Party so dreimal besser verkaufen würde und sie deswegen das Franchise halt immer mehr füttern, weil Mario deutlich stärker ist. Und so viel Zeit in Zelda zu pumpen, sich wahrscheinlich gar nicht lohnen würde, weil sich da eher die großen Hauptteile verkaufen. Versteht ihr, was ich meine? Paper Zelda ist nicht das einzige Konzept, was man theoretisch umsetzen könnte, sondern es ist so unfassbar viel, aber Nintendo hat noch nichts davon angefasst und die Wahrscheinlichkeit, dass sie es dann in Zukunft tun und mit Paper Zelda anfangen, ne, das ist natürlich sehr unwahrscheinlich. Umgekehrt ist das aber genauso. The Legend of Zelda hat zum Beispiel Spiele der Warriors-Reihe bekommen, die auch zum Beispiel Fire Emblem hat. Das Ganze wurde aber nicht ins Super Mario-Universum übertragen. Das könnte wirklich gut in Mario umgesetzt werden. Überlegt mal, wenn Mario dann so einen Powerstern einsammelt und so 10.000 Goombas wegklatscht. Das wäre ein unfassbar cooles Spiel und das würden junge, aber auch alte richtig mögen. Also sicherlich. Es würde sich auch besser verkaufen wahrscheinlich, weil es wieder mit Mario vermarktet wird. Aber auch das übertragen sie nicht aufs Mario-Universum. Die Spin-Offs bleiben aktuell wirklich so bei ihren Main-Franchisen und gehen nicht wirklich weiter. Ich halte Paper Zelda also leider für relativ unwahrscheinlich. Mich erinnert das ganze Konzept von Paper Zelda aber richtig an Zelda Crossed Worlds. Falls euch jetzt fragt, was das Ganze ist, ich habe tatsächlich auch mal so auf kompletter Amateurbasis einen Zelda-Fanmade-Trailer erstellt. Natürlich nicht animiert oder so, also das ist längst nicht vergleichbar mit diesem Meisterwerk, aber einfach so aus Spaß. Und da hatte ich auch so eine kleine Idee, dass sich so verschiedene Welten und Universen so connecten. Wenn ihr den noch nicht kennt, dann könnt ihr den super gerne anschauen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend, was auch immer. Und wir sehen uns im nächsten Video.